In Burkina Faso hat es offenbar einen Militärputsch gegeben. Der Präsident Roch Marc Kaboré wurde von meuternden Soldaten festgesetzt, das sagte ein hochrangiger Soldat der deutschen Presseagentur. Der Staatschef des westafrikanischen Landes wurde demnach in ein Militärcamp in der Hauptstadt gefahren. Das Gebäude des nationalen Fernsehsenders in Ouagadougou wurde an diesem Montagmorgen bereits von Soldaten umstellt.